Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webcast Nummer 6. Mein Name ist Alexander Prochnow-Ast, ich leite die Abteilung Portfolio Management der Volksbank Kraichgau und möchte Ihnen einen kurzen aktuellen Überblick über die Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten geben. Doch bevor wir gemeinsam einen Blick in die Glaskugel werfen, schauen wir zurück, was hat sich denn in den ersten 3 Quartalen in diesem Jahr 2021 bisher so getan. Wie Sie der Grafik sehr unschwer entnehmen können, war es sehr ratsam, in internationale Aktien zu investieren. Sichere Anlagemöglichkeiten wie beispielsweise deutsche Staatsanleihen oder Gold konnten leider nicht mit positiven Wertentwicklungen bislang bis zum Stichtag 30.09. diesen Jahres aufweisen. Doch auch bei den Aktien gab es recht unterschiedliche regionale Entwicklungen. So konnten beispielsweise Aktien der Emerging Markets bislang noch nicht besonders stark überzeugen, während hingegen internationale Aktien und Aktien des US-amerikanischen Leitindex S&P 500 sehr, sehr stark gefragt waren. Als Fazit kann man an dieser Stelle ziehen, es war bislang vollkommen richtig, in Sachwertanlagen bzw. in Aktieninvestments, also in eine Teilhabe in Unternehmen zu investieren und in einem Portfolio sicherheitsorientierte Anlagen wie beispielsweise Anleihen oder aber auch Gold nur zu einem gewissen Prozentsatz mit beizumischen. Aus den Aktienanlagen werden im Augenblick die Renditen, die sie benötigen, um eine positive Realrendite zu erzielen, generiert. Schauen wir gemeinsam nach vorne. Ich habe Ihnen als erste Folie mitgebracht einen Blick auf die internationalen Einkaufsmanager-Indizes. Diese Grafik zeigt Ihnen, dass durchaus im Augenblick durch Themen, die im Augenblick auch in der medialen Präsenz sehr, sehr stark verankert sind, wie beispielsweise der Mangel an Vorprodukten, hier sind die Chips in der Autoindustrie als ein Beispiel zu erwähnen, oder aber auch durch gestiegene Ölpreise, durch gestiegene Holzpreise, durch gestiegene Stahlpreise etc. etc. doch sehr, sehr viele Einkaufsmanager großer Unternehmen etwas sorgenvoller in die Zukunft blicken. Dieser Frühindikator sollte durchaus ein wenig zur Vorsicht raten. Allerdings, was hier jetzt nicht steht, die Kehrseite der Medaille, nämlich der Blick auf die Auftragsbücher. Die Auftragsbücher sind voll. Und das ist im Augenblick auch der Grund, weshalb die internationalen Aktienmärkte gerade nicht auf die sich etwas eintrübenden Frühindikatoren, hier in diesem Beispiel der Einkaufsmanager-Indizes, negativ reagieren. Denn an der Börse ist man im Augenblick der Meinung, dass diese etwas getrübteren Aussichten für die nächsten Monate durchaus sich wieder nivellieren könnten, wenn denn dieser Mangel an Vorprodukten sich wieder im weiteren Ablauf der Zeit nivelliert und ausgleicht. Also sprich, wenn die Vorprodukte wieder verfügbar sind, werden sich die vollen Auftragsbücher dann wieder in entsprechend hohen Umsätzen niederschlagen. Für die Börse also im Augenblick kein großes Thema. Ich möchte an der Stelle auch noch darauf hinweisen, dass das aktuelle Niveau der meisten Einkaufsmanager-Indizes auf einem Niveau der Jahre 2017 und 2018 sich befindet, also auch durchaus trotz der jüngsten Rückgänge auf einem wirklich guten, attraktiven, hohen Niveau. Die nächste Grafik, die ich mitgebracht habe, ist der Blick auf Inflation und auf Zinsen. Sie sehen an der Grafik die Entwicklung in Blau dargestellt, der deutschen Inflationsrate und in Orange dargestellt, der Rendite für 10-jährige deutsche Bundesanleihen. Wir können aus der Grafik 2 Dinge herauslesen. Zum einen, die Inflation ist nicht gefallen und sie bewegt sich im Augenblick auch nicht gerade im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank. Das ist allerdings eine Entwicklung, welche wir auch in unserem letzten Webcast bereits aufgegriffen haben und auch als völlig voraussehbar und erwartbar seinerzeit beschrieben haben. Dem ist gar nichts weiteres hinzuzufügen. Natürlich hat sich die Inflation ein klein wenig selbst verselbstständigt und ist etwas stärker angestiegen, als das vielfach von vielen Analysten und Experten oder aber auch von Seiten der Zentralbank erwartet worden war.
Aber im Augenblick haben wir noch keinen Grund zur Beunruhigung, wenngleich natürlich zu erwähnen ist, dass wir alle mit Blick an die Zapfsäulen, wenn wir den tanken, sehr, sehr stark momentan die Inflation in unserem Geldbeutel spüren. Allerdings ist die Entwicklung der Benzinpreise auch nur ein einzelner Bestandteil des gesamten Warenkorbs, der über die Inflation gemessen wird. Das sollte man nicht vergessen. Insgesamt ist aber natürlich davon auszugehen, weiterhin, dass in den nächsten Monaten die Inflation wieder etwas zurückgehen wird, sich ein klein wenig normalisieren wird. Wir gehen momentan nicht davon aus, dass sie die jüngsten Anstiegsraten weiter so fortsetzen wird in den kommenden Quartalen. Am Zinsmarkt, welcher natürlich durch die Inflation mit beeinflusst wird, da haben wir im Augenblick eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Nämlich ganz klar eindeutig einen Trend zu steigenden Zinsen. Allerdings sind die Renditen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen in den letzten Wochen von minus 0,2% auf nun momentan minus 0,08% gestiegen. Also von daher gesehen immer noch ein Anstieg in sogenannten homöopathischen Dosen. Wir rechnen fest damit in den nächsten Wochen, dass die Zinsen 10-jähriger deutscher Bundesanleihen an die 0% Renditemarke heranreichen werden. Das ist dann durchaus ein nennenswerter Anstieg. Und in den Grafiken, in den Charts sieht das auch teilweise beeindruckend aus, aber wir bewegen uns natürlich weiterhin in einem Umfeld niedrigster und zum Teil weiterhin auch negativer Zinsen, sodass das Thema Zinsanstieg im Augenblick und in den nächsten Wochen für den Aktienmarkt eigentlich keine allzu große Bedrohung darstellen sollte. Aber natürlich gilt es, diese Entwicklung weiterhin aufmerksam, vor allem zu Beginn des Jahres 2022, dann im Auge zu behalten. Kommen wir zum Blick auf die Aktienmärkte. In der Grafik sehen Sie als Bewertungskennzahl das Kurs-Buchwert-Verhältnis des US-amerikanischen Leitindex S&P 500. Ich habe Ihnen dabei ganz bewusst das Kurs-Buchwert-Verhältnis mitgebracht, nicht das sonst typischerweise verwendete Kurs-Gewinn-Verhältnis, um Ihnen zu zeigen, dass im Augenblick die meisten Bewertungskennzahlen der Aktienmärkte auf sehr, sehr hohem Niveau sich befinden. Ohne das Kurs-Buchwert-Verhältnis jetzt weiter an dieser Stelle zu erläutern, sehen Sie mit einem Blick im historischen Kontext hohe Bewertungen, also Take-Home-Message, die Aktienmärkte sind momentan, und es gilt für die meisten Aktienmärkte weltweit, hoch bewertet. Es ist allerdings festzuhalten, dass die Investoren angesichts der historisch weiterhin niedrigen und zum Teil immer noch auch negativen Zinsen den Aktienmärkten ein höheres Bewertungsniveau zugestehen. Das ist nicht verwunderlich. Und auch angesichts der Tatsache, dass es im Umfeld liquider Kapitalmarktprodukte nur wenige Anlagealternativen zu den Aktienmarktanlagen gibt, die Möglichkeit haben, eine reale Verzinsung, eine reale Rendite zu bieten, ist das auch durchaus nachzuvollziehen. Bei den Aktienmärkten ist ferner momentan festzuhalten, dass mit Blick auf die aktuelle Saisonalität, wir befinden uns jetzt in den Monaten Oktober bis Dezember, also was häufig unter dem Stichwort Jahresendrally-Phase zusammengefasst wird, und auch mit Blick dann auf den hoffentlich guten Start in das neue Jahr 2022, es durchaus zu erwarten ist, dass statistisch oder historisch ableitbar jetzt gute Aktienmonate vor uns stehen. Sprich, wir haben die typischerweise schlechten Börsenmonate, die Sommermonate und allen voran den September, jetzt hinter uns gebracht. Das ist durchaus ein positives Argument pro Aktienmärkte. Das weitere positive Argument pro Aktienmärkte momentan lautet, dass die jüngsten Korrekturen, die wir ab Mitte September gesehen haben, durch sich ein klein wenig noch in den Oktober hineingestreckt haben, durchaus niedriger ausgefallen sind als gemeinhin erwartet, auch als von uns erwartet. Es war durchaus beeindruckend, dass ab gewissen Niveaus die Käufer wirklich in Scharen an den Aktienmarkt zurückgekehrt sind und dass die Aktienmärkte im Augenblick sehr, sehr gut selektieren. Was meine ich damit? Nun, es werden nicht alle Aktien, alle Branchen oder alle Länder blind gekauft. Denken Sie bitte an dieser Stelle an meine erste Grafik mit Blick an die Emerging Markets.
bei denen die Investoren durchaus die momentan etwas größeren Schwierigkeiten in Anbetracht der Lieferketten und der Vorprodukte eingepreist haben. Wenn hingegen Aktienmärkte, die einen sehr, sehr hohen Technologieanteil haben, wie dies typischerweise im Augenblick beim US-amerikanischen Leitindex S&P 500 der Fall ist, hier haben die Investoren eben eine gewisse Wachstumsprämie zugelassen und auch eingepreist, weil diese Unternehmen typischerweise von den aktuellen Schwierigkeiten kaum tangiert sind. Und das ist ein Beispiel dafür, wie eben am Aktienmarkt im Augenblick selektiv vorgegangen wird. Wir sehen das auch bei verschiedenen Branchen. Es gibt Branchen, bei denen weiterhin die Aktien nahe Allzeithochs oder auf neuen Allzeithochs notieren. Und wir haben Branchen, bei denen sich die Aktien unglaublich schwer tun, wieder in ein positives Terrain sich zurückzubewegen. Dies ist insgesamt eigentlich eher als eine gesunde Entwicklung und gesunde Einschätzung der Kapitalmarktteilnehmer zu bewerten. Von daher gesehen möchte ich an dieser Stelle mit Blick auf die historische Entwicklung des DAX 40, wir hatten ja die Indexreform im September, sprechen jetzt nicht mehr vom DAX 30, sondern DAX 40, also in unserem Blog unter www.vpkreichgau-weitblick.de auch thematisiert haben, darstellen und darzeigen, dass es durchaus weiterhin ratsam ist, in Aktienanlagen zu investieren. Natürlich bestehen Gefahren. Und natürlich gibt es eben Argumente, die dafür sprechen, bei Aktienanlagen etwas vorsichtiger umzugehen oder sich etwas vorsichtiger zu positionieren. Aber insgesamt muss man momentan sagen, das Kapitalmarktumfeld stimmt. Mit Aktienmarktanlagen sollten positive Realrenditen generiert werden. Und wie hoch Sie die Aktienmarktinvestitionen in Ihrem persönlichen Portfolio gewichten, das ist eine Sache, die Sie idealerweise mit Ihrem persönlichen Berater, Ihrer persönlichen Beraterin in der Volksbank Kraichgau gemeinsam eruieren und auch festlegen. Investitionsmöglichkeiten gibt es viele. Wir persönlich raten momentan dazu, durchaus selektiv vorzugehen, gerne auch die Möglichkeiten von Ansparplänen oder Ansparoptimierung mit einzusetzen, um eben die Gefahr eines zu frühzeitigen oder zu teuren Einstiegs zu minimieren. Das war's für heute. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf unseren nächsten Webcast zum Thema Kapitalmarktausblick. Ihr Alexander Brochner-Ast.